Magdeburg ist nicht nur Kultur zu Hause, sondern auch viel, 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 viel Sport. Und ich freue mich heute, dass wir zwei sportaffine Leute hier im Ottos Wohnzimmer zu Gast haben. Einmal ist Stefan Nolte von SC Magdeburg Projektkoordinator für ein Projekt, was nächstes Jahr ganz, ganz viel Wert für Magdeburg hat. Und zum Zweiten ist ein Weltmeister hier. Das freut mich auch, dass Rob Muffel unser Gast ist. Wie kommt man als junger Mensch so ein großer Schwimmer zu sein in so viele junge Jahren? Das entwickelt sich natürlich über die Zeit. Also ich habe in jungen Jahren schwimmen gelernt, weil meine Eltern einfach wollten, dass ich sicher bin mit dem Wasser, dass ich einfach nicht ertrinke irgendwo, falls ich mal am Strand unterwegs bin. Und mein großer Bruder, der war auch schon beim Schwimmsport aktiv und da wollte man einfach auch irgendwie seinen großen Brüdern nacheifern. Und das hat sich über die Jahre entwickelt, da kamen die ersten Erfolge dazu und irgendwann ist Schwimmen einfach der Lebensmittelpunkt und man will immer mehr und dann entwickelt sich das einfach so weiter. Aber nicht nur Schwimmen ist ein Lebensmittelpunkt, sondern auch Magdeburg. Sie trainieren in Magdeburg, Sie treten für Magdeburg auf. Warum hat man sich für Magdeburg entschieden? Sie kommen aus Norddeutschland und Sie haben sich jetzt für SC Magdeburg, ein doch großer Verein hier in Europa. Genau, also seit 2012 ist Magdeburg jetzt mein Lebensmittelpunkt. Und seitdem schwimme ich auch für den SC Magdeburg. Das kam ursprünglich, weil mein Trainer 2012 hier den Cheftrainerposten übernommen hat, also mein alter Heimattrainer. Und dann stand ich vor der Entscheidung, möchte ich erfolgreich werden mit diesem Trainer und möchte ich nebenbei auch meine Schule gut abschließen. Und dann habe ich mich einfach für diesen Schritt entschlossen, bin hier aufs Sportgymnasium gegangen und habe glücklicherweise gute Unterstützung bekommen nebenbei. Konnten ein vernünftiges Abitur machen. Was hat die Familie dazu gesagt? Waren die begeistert? Und dann haben die gesagt, oh, Magdeburg, wo ist das überhaupt? Also meine Familie, die wusste natürlich, wie das hier aussieht. Die haben sich das mit mir angeguckt und die haben das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, glaube ich, betrachtet. Und natürlich waren sie traurig, dass der Sohn gerade 17 Jahre jetzt schon aus dem Haus ist und auch relativ weit weg. Also es sind 3 Stunden bis zu meinem Heimatort Elmshorn. Aber natürlich haben die mich immer sehr unterstützt und die wussten, dass mein Trainer auch der richtige Trainer für mich persönlich ist. Und deswegen wollten sie mich da auch frei entscheiden lassen und haben wirklich immer mich sehr gut, also riesengroß unterstützt. Und letztendlich hätte ich ohne sie den Schritt hierher wahrscheinlich auch nicht gewagt, ohne diese Unterstützung von zu Hause. Schwimmen ist eigentlich nicht so ein Mannschaftssport wie Fußball oder Handball. Sie sind aber trotzdem in einer Mannschaft als Schwimmer und Sie haben 2015, wenn ich richtig weiß, dann Weltmeistertitel geholt für Magdeburg, für Deutschland, für Sie selber. Wie kommt das, dass man doch Schwimmen ein Mannschaftssport ist und wie fühlt man sich so als Weltmeister in Magdeburg? Ja, erstmal ist die Freude über so einen Weltmeistertitel riesengroß, ob der jetzt alleine erreicht wurde oder mit der Mannschaft. Aber viele unterschätzen wirklich, ich sag mal, der Aufwand und das Team, der hinter so einem Einzelsportler steckt und wie viel Teamsport wirklich in so einem Einzelsport auch steckt. Und wir trainieren in der Gruppe zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig, wir haben Trainer, Physiotherapeuten, Management, alles an unserer Seite. Und ich denke, manchmal sind die Einzelsportler vielleicht doch auch ein bisschen die besseren Teamsportler und gönnen sich das dann gegenseitig umso mehr, weil sie genau wissen, jeder hat dafür hart gearbeitet, man hat zusammen dafür hart gearbeitet. Und wenn man dann am Ende mit 3, 4 Leuten in einer Staffel so einen Erfolg erringen kann, dann ist, glaube ich, die geteilte Freude einfach umso größer noch. Die anderen kommen auch nicht aus Magdeburg, sondern deutschlandweit. Sie sammeln sich, sie trainieren dann zusammen, so in Staffel oder wie macht man, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also erstmal ging es los, dass wir uns über die Einzelstrecken für die Nationalmannschaft qualifizieren. Und dann gibt's, welche Strecke ist das? Bei uns gibt es die 5 Kilometer, die 10 Kilometer und die 25 Kilometer im Freiwasser. Da sind auch nur erstmal zu laufen. Ja. 20 Kilometer. Das ist schon sehr viel Übung dahinter und sehr viel Training. Und am Ende wird dann aus der Mannschaft die besten Sportler ausgewählt und dann
übt man das im Vorbereitungstrainingslager ein bisschen, das Zusammenarbeiten, und versucht so innerhalb von kürzester Zeit ein Team zu schmieden aus den einzelnen Sportlern der jeweiligen Vereine. Und es hat funktioniert, wie man es gesehen hat. Ja, und wann sind die nächsten Meisterschaften? Wie lange muss man dafür trainieren? Also für mich steht jetzt im August die nächste Weltmeisterschaft an. Ende Juli. Und wir haben jedes Jahr eine große Meisterschaft und es wechselt sich immer ab mit den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und natürlich alle 4 Jahre haben wir alle das große Ziel, Olympische Spiele. Und was wir in 2020 erwarten. Genau, das ist das große Ziel. Da haben wir jetzt im Sommer bei der Weltmeisterschaft die ersten Qualifikationen für. Über die olympischen 10 Kilometer, wir haben nur die eine olympische Strecke, werden jetzt schon die besten 10 qualifiziert für nächstes Jahr. Das heißt, dieses Jahr geht es wirklich schon um die Wurst, wie man so schön sagt. Naja, wie lange muss man dafür trainieren? Wie lange trainieren Sie? Jeden Tag, wie viele Kilometer müssen Sie schwimmen? Muss man natürlich nicht nur schwimmen, sondern auch laufen, Kondition machen. Da ist so ein Gesamtpaket. Wie muss man sich das vorstellen? Als Normalbürger ist es schwer zu sagen, ich gehe jetzt nur ein bisschen schwimmen, aber nicht 10 Kilometer. Das ist schon, und das ist Ihr Endstadium sozusagen, die Strecke, aber Sie müssen dafür viel mehr trainieren als 10 Kilometer. Genau, also die meisten fangen wirklich schon in jungen Jahren an mit dem Schwimmen, also bei mir halt mit 5, 6 Jahren. Und dann steigert sich das Trainingspensum immer weiter und mittlerweile bin ich so bei 80 Kilometern die Woche im Schnitt. 80 Kilometer in eine Woche? Genau, also diese Woche schwimmen wir 100 Kilometer, machen 11 Schwimmeinheiten, circa 2 Stunden, manchmal ein bisschen mehr, weil die Zeit braucht man auch, um die Meter zurückzulegen. Und dazu kommen dann halt Cardio-Einheiten auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband, Rudergerät und dann natürlich auch Kräftigungsübungen für den Rumpf und auch im Kraftraum dann an den Geräten, um die Kraft einfach zu steigern. Also insgesamt ist man da wirklich bei einem Fulltime-Job. Wie ist Ihre Bestzeit? Wie viel muss man sich vorstellen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 10 Kilometer schwimmen kann überhaupt. Wie viel Zeit brauchen Sie dafür? Also wenn wir im Becken schwimmen, braucht man ca. 1 Stunde und 50 Minuten dafür. Im Freiwasser ist das immer ein bisschen abhängig von den Bedingungen. Ja. Strömung, Wellengang. Also ich glaube, mit Strömung war mein schnellstes Rennen 1 Stunde 20. Aber 1 Stunde 20? Ja, wenn die Strömung dann ein wenig im Kreis geht, dann hat man natürlich einen großen Vorteil. Aber es kann, wenn es schief läuft, auch mal 2,5 Stunden dauern, wenn man gegen die Strömung schwimmen muss. Okay. Und wo trainiert man in Magdeburg? Also wir trainieren hauptsächlich natürlich in der Elbe-Schwimmhalle im Becken, weil man einfach den besten Vergleich hat. Man hat eine feste 50-Meter-Bahn, hat immer die gleichen Bedingungen. Und es geht einfach auch darum, die Schwimmtechnik zu verbessern. Also Schwimmen ist eine sehr technische Sportart, das ist elementar, würde ich sagen. Und so dieses angewandte Freiwasserschwimmen, das übt man dann entweder im Neustädter See oder auch im Barlieber See. Da hatten wir auch schon deutsche Meisterschaften vor 2 Jahren. Und eigentlich haben wir da sehr gute Bedingungen. Elbe geht leider nicht, das ist verboten. Aber einmal fürs Fernsehen durfte ich da glücklicherweise auch schon. Einmal im Jahr darf man Elbe baden und das ist ganz außergewöhnlich. Ja. Genau. Sie waren auch Sportler, Herr Nolte, und Sie waren kein Schwimmer, sondern Handballer. Sie mussten auch ganz viel trainieren und irgendwann haben Sie sich entschieden, jetzt will ich doch was anderes machen außer Sport und ich wechsle durch eine Zwischenstation, die uns jetzt für uns keine Rolle spielt, jetzt ins Management gewechselt und Sie sind zuständig für das Projekt Tokio. Wenn man ein Projekt Tokio, dann verwechselt man manchmal mit Tokio Hotel, was mit Magdeburg auch was zu tun hat, aber überhaupt nicht, was Sie machen, sondern Projekt oder Mission Tokio ist, die Mannschaft, die Magdeburger Mannschaft so zu formen bis dahin, dass viele Teilnehmer aus Magdeburg bei Olympia nicht nur dabei sind, was natürlich wichtig ist, aber auch, dass sie eine Medaille nach Hause bringen. Ist das so? Was muss man dafür machen? Wie muss man sich vorstellen, dass so ein Team geformt wird, dass die verschiedenen Sportler, die verschiedenen Sportarten, auch nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Leichtathleten, die Kanuten, die auch sich dafür qualifizieren müssen?
Ja, also erstmal vielen Dank, Herr Banderow, dass wir heute hier sein dürfen. Und das Projekt Tokio ist ein Herzensanliegen, dass die Sportler auch mit Kultur und auch mit Magdeburg hier und diese Symbiose hier von Kultur und Kunst und Sport, das ist, was Magdeburg ausmacht. Also ist uns ein Herzensanliegen. Ja, das Projekt Tokio, welches der SC Magdeburg ins Leben gerufen hat, soll wirklich eine Plattform schaffen, um Sportarten, die vielleicht gerade in unserer Sportstadt Magdeburg nicht so sehr im vollen Munde sind, wie jetzt die Fußballer oder die Handballer, soll einfach eine ganz andere Plattform bieten. Bedeutet, nicht nur unsere Schwimmer, sondern auch unsere Ruderer, Kanuten und Leichtathleten sollen durch das Projekt Tokio bestmögliche Bedingungen haben, um sich für die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr vorbereiten zu können. Das bedeutet, wir wollen Rahmenbedingungen setzen, dass sich unsere Sportler wirklich auf das Sportliche konzentrieren können. Und dafür tun wir halt alles mit dem Projekt Tokio. Das Projekt Tokio ist meines Wissens von den Vereinen hier in der Umgebung, aber vielleicht auch deutschlandweit, eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Projekt. Ist einmalig, glaube ich, in Deutschland. Also es gibt keinen anderen Verein, der so konzentriert und so viel Engagement in dieses Projekt einsteckt. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Und wir wollen halt wirklich dafür Sorge tragen, dass die Olympischen Spiele im nächsten Jahr mit möglichst vielen von unseren Sportlern besetzt sind. Und ja, da geben wir halt tagtäglich unser Bestes, dass wir den Sportlern wirklich das ermöglichen können, damit sie ihre Bestform erreichen können und dann die Leistungen abrufen können, egal ob ja, zu Land oder zu Wasser. Genau. Wie viele Sportler haben Sie jetzt aufgenommen in das Projekt? Wie viele Sportler sind so weit, dass Sie sagen können, wir können uns was von Olympia erhoffen? Also aufgenommen kann man bei uns nicht so wirklich sagen, weil wir natürlich da auch abhängig sind von den Kaderplanungen der jeweiligen Abteilungen. Bedeutet auch, die jeweiligen Nationalmannschaften, Nationaltrainer, die dann dementsprechend berufen, an dem müssen wir uns auch orientieren. Wir versuchen natürlich, egal ob es jemand ist, der sich für Olympia qualifizieren möchte oder aber eine anstehende Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft absolvieren will, da die Gegebenheiten einfach zu schaffen. Wir sagen so, ca. 30 Kaderathleten haben wir, die Möglichkeit besitzen, sich für das oder für die Olympischen Spiele nächsten Jahr zu qualifizieren. Und da, wie Rob das schon gesagt hat, geht es jetzt für die eine andere Sportart in naher Zukunft schon ans Eingemachte. Dort stehen dann schon die ersten Qualifikationen, die ersten Tickets für Tokio werden vergeben. Und wir hoffen uns natürlich, dass wir möglichst viele von unseren Sportlern nach Tokio schicken können. Und freuen uns natürlich umso mehr, wenn wir unsere Sportler aus Tokio wieder in Empfang nehmen dürfen. Bestenfalls auch ja, mit dem einen oder anderen Edelmetall. Das wäre natürlich für uns die Krönung. Sind wir sicher, dass wir einige Metalle nach Hause bringen. Und Sie wissen, dass wir auf dem breiten Weg eine Sports Walk of Fame haben, was auch einmalig in Deutschland hat. Das heißt, Magdeburg ist schon die Sportstadt überhaupt. Was brauchen Sie nur für Unterstützung? Ich glaube, Sie stecken ganz viel Engagement rein. SC Magdeburg ist auch gut aufgestellt, aber trotzdem, es fällt überall was. Was können die Zuschauer vielleicht unterstützen? Wo brauchen Sie noch mal ein bisschen von hinten unterstützen? Also für uns ist unsere Hausaufgabe, die wir noch absolvieren müssen. Wir sind jetzt im vorolympischen Jahr auch schon relativ weit vorangeschritten. Wir müssen das Projekt Tokio in Magdeburg ein bisschen mehr streuen, dass das Projekt Tokio für jeden ein Begriff wird. Nicht wirklich jeder kann mit dem Projekt Tokio etwas anfangen. Das ist nur unser Ziel, dass wirklich wir die Stadt Magdeburg darauf vorbereiten, auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Und was für uns natürlich auch immer eine immense Arbeit ist, ist die Akquise von Geldern, sprich die Akquise von Sponsoren. Es ist jetzt nicht so, dass ich in meiner Person, als Leiter Vertrieb vom Gesamtverein, vom SC Magdeburg sagen kann, ich begebe mich Montag ins Büro und mein Telefon klingelt. Die große Firmen sagen, wir wollen persönliche Patenschaften. Olympiapatenschaften, genau. Ja. Also da ist uns natürlich geholfen, wenn man unseren einzelnen Sportlern vielleicht, aber natürlich auch den Gesamtverein unterstützt. Egal als Unternehmen oder als Bürger oder als Fan, einfach über die sozialen Medien heutzutage, was ja unabdingbar ist. Genau, das sind die Sachen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wo wir dabei sind, das wirklich zu absolvieren. Aber da sind wir logischerweise auch auf Unterstützung, bestenfalls von den Zuschauern, von den Fans angewiesen. Sie sagten soziale Medien, das spielt auch eine große Rolle. Und das Projekt Tokio ist sehr, sehr präsent mit vielen Followern.
Was haben Sie bis jetzt erreicht? Können Sie schon mal sagen, wie Sie aufgestellt sind, wie viele Sportler schon mal unterstützt worden sind, wie viele brauchen noch Unterstützung? Also wir haben eine bestimmte Anzahl von Olympiapatenschaften. Wir müssen natürlich auch achten, aufgrund der Werthaltigkeit, dass wir nicht zu vielen Sponsoren die Möglichkeit geben, einen Sportler zu unterstützen. Weil ansonsten würde dann die einen oder anderen Trikots oder ähnliches, ich würde mal sagen, wie eine Plakatwand aussehen. Ja? Da müssen wir wirklich drauf achten. Es ist auch wirklich so, dass man sieht hier, dass schon einige Sponsoren drauf sind. Oder ja. Unterstützer, sagen wir nicht Sponsoren, aber Unterstützer. Unterstützer, Partner, genau. Genau. Aber bei uns ist wirklich so, dass egal welchen Sportler wir haben, egal ob es in welcher Abteilung das ist, Schwimmer, Leichtathleten, Kanuten oder Ruderer, dass wir da immer noch Potenzial haben. Also jetzt nicht so, dass wir sagen, es gibt jetzt einen Stop, dass wir sagen müssen, okay, es ist too much, wir können das nicht mehr händeln, auch von der Sponsorenpflege, weil die eine Seite ist natürlich, die Sponsoren geben uns das Geld, / dem Sportler, die andere Seite für uns natürlich, wir haben natürlich auch einen Gegenwert dementsprechend zu liefern. Und wir sind in einer Zwei-Mann-Union, die das machen, das ist mein Kollege, der Sascha Günther und meine Wenigkeit. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass das auch dementsprechend gepflegt wird, denn wir möchten nicht, dass irgendein Sponsor nach einem Jahr sagt, okay, Tokio 2020 war jetzt klasse, der Rob hat super abgeliefert, aber dann ist erstmal in Anführungsstrichen 4 Jahre Ruhe, bis dann Paris kommt, 2024. Sondern wollen natürlich da auch eine Langfristigkeit irgendwo versuchen zu generieren, dass der Sponsor eine Emotionalität vielleicht sogar entwickelt und sagt, ich mache es nicht nur für die Stadt, sondern ich mache es halt für den Sport und ja, weil es mir was bringt und weil es vor allen Dingen dem Verein und dann dem Sportler auch was bringt. Das ist so das Ziel. Wie ist es für Sie jetzt, hinter der Kulissen zu stehen und nicht mehr vorne zu stehen als Sportler? Ist das schwer oder ist es einfach? Ich glaube, die Sportler selber ist auch schwieriger, da auch eine Familie zu haben. Sie haben jetzt eine Familie und sie genießen das auch, aber trotzdem ist es vielleicht Work-Life-Balance bei SC Magdeburg schon groß geschrieben, glaube ich, und da können sie sich auch gut entfalten. Oder ist es anders? Vielleicht sagen Sie mir. Also da gibt es positive und nicht so positive Momente, so möchte ich es mal nennen. Natürlich als ehemaliger Sportler fiebert man ganz anders mit, wenn man dann wirklich in der Halle sitzt oder am Beckenrand sitzt und dann wirklich die Leistungen sieht und sich denkt, schade, warum hat es in dem Moment vielleicht nicht gereicht? Und man freut sich, behauptet ja umso mehr mit, wenn es dann wirklich gereicht hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schön, einen Blick hinter den Kulissen zu wagen und da wirklich für die grundlegenden Sachen zuständig zu sein, den Sportlern diverse Sachen zu ermöglichen mit dem täglichen Handeln, mit dem täglichen Tun. Und ja, ich bin jetzt zweifacher Familienvater. Da ist der Sport bei mir ja relativ... Ihre Frau war auch Sportlerin, wenn ich richtig weiß? Genau, ja. Also sie hat auch sehr lange Handball gespielt, auch in der dritten Handball-Bundesliga, war also auch sehr viel unterwegs. Die Wochenenden waren da eigentlich immer so gut wie verplant. Die sind jetzt immer noch verplant, aber halt größtenteils für unsere Kinder, was auch gut so ist. Aber Sie sind auch von Süden Deutschland wieder zurück nach Magdeburg gekommen, weil Sie auch hier für Ihr Verein arbeiten wollten und auch die gute Bedingungen hier genießen können, oder? Genau, ja. Also wir waren lange in München ansässig, haben dort lang gelebt und uns hat es dann auch wieder Richtung Heimat verschlagen. Und sind da 2012 dann wieder hier in Magdeburg. Unsere beiden Kinder sind hier geboren, was uns unglaublich stolz macht. Und sind sehr zufrieden hier. Und für mich ist natürlich auch nochmal so ein das i-Tüpfelchen. Ein Traum vielleicht, ne? Für seinen ehemaligen Verein. Auch für den SCM dann auch arbeitstechnisch tätig sein zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Träumen kann man auch als Schwimmer. Also Sie erhoffen eine Olympiateilnahme erstmal und dann vielleicht auch eine Medaille, wenn Sie auch alleine auftreten oder auch wieder in Mannschaft? Natürlich, also der olympische Traum ist, glaube ich, bei jedem Leistungssportler ganz tief drin. Und wenn man träumt, dann träumt man ja natürlich meistens auch, dass man oben steht und nicht zugucken muss, wie die anderen oben stehen. bei mir sind die Olympischen Spiele ausschließlich alleine in der Einzelstrecke. Natürlich habe ich momentan meinen Trainingspartner, den Florian Wellbrock, an meiner Seite. Wir schwimmen zusammen bei der Weltmeisterschaft diesen Sommer. Und das Ziel ist es dann quasi als Team sich zu qualifizieren, also beide zu den Spielen zu fahren und zusammen gut abzuschließen. Also da ist quasi der Einzelsport doch wieder Teamsport. Aber man hätte auch nichts dagegen, wenn Sie dieses Jahr auch Weltmeister
genau, geworden sind. Also wir würden das auch gerne sehen, oder? Wir hätten nichts dagegen. Natürlich möchte man jedes Rennen bestmöglich abschneiden. Ja. Das sollte so sein. Hat man als Sportler Freizeit? Kann man als normale Mensch in Anführungszeichen nochmal das Leben genießen? Oder man muss nur auf ein Ziel konzentriert sein und sagen, ich habe in 2 Wochen Weltmeisterschaften und bis dahin kann ich gar nichts machen anders. Also ich kann mit meiner Freundin nicht ausgehen, ich kann keinen Kinobesuch abstatten und ich kann auch nicht mal mit einem Freund mal ein Bier trinken gehen. Wie ist es? Muss man richtig viel zurückstecken, oder? Wird man? Wie ist es für Sie? Also im Prinzip lebt man schon ein wenig in einer Parallelwelt. Also natürlich hat man seine Freizeit, aber die gestaltet man natürlich auch dem Sport entsprechend. Also dieses Biertrinken zum Beispiel, das wird eher zurückgestellt für die Jahre. Aber sowas wie ein Kinobesuch ist natürlich kein Problem. Natürlich, solange das Training vorbei ist, kann man gerne abends ins Kino gehen. Ich sag mal, der Freundeskreis orientiert sich schon sehr sportlastig. Also bei mir ist es zum Beispiel der Fall, meine Freundinnen waren meistens selbst Schwimmerin, weil man einfach auch die meiste Zeit irgendwo in Schwimmhallen unterwegs ist. Aber hier beim SC Magdeburg ist auch irgendwie das Schöne, man lernt viele andere Sportarten kennen. Und man ist auch als Familie da irgendwie gesehen. Genau, oder? Also dieser Sport verbindet einfach und das erweitert diesen Sportlerfreundeskreis auch einfach. Und so neben dem Sport versuche ich mich auch mental ein bisschen fit zu halten, indem ich an der Otto von Guericke Universität Psychologie studiere. Wahnsinn. Dass man auch nebenbei so schafft. Ja, das ist ein Teilzeitstudium, das teilweise auch auf Eis gelegt wird, weil das Schwimmen geht wirklich vor. Und wenn einmal die Meisterschaft ansteht, dann muss die Prüfung ein Semester warten. Das ist nun mal so. Aber so kann man natürlich auch sich ein bisschen Aber ich glaube, die Uni unterstützt Sie auch und hat auch Verständnis, wenn Sie jetzt sagen, jetzt habe ich Meisterschaften, muss ich da jetzt mal antreten und meine Prüfungen mache ich danach. Genau, also ohne die Unterstützung der Uni wäre das gar nicht möglich. Also wir haben viele Sportler, die an der Fachhochschule oder an der Universität hier studieren. Und normalerweise ist das so nicht möglich, wenn man nicht diese Unterstützung hätte. Also man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt was Besseres vor, ich kann nicht zur Prüfung erscheinen. Also wir haben wirklich Ausnahmebedingungen und da muss man sich wirklich jedes Mal für bedanken, dass das so möglich ist. Mhm. Das, wenn ich mal kurz einhaken darf, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen. Unsere Sportler sind halt nicht nur Sportler, also sprich, haben das Training mehrmals am Tag, haben dann das Privatleben, sondern viele unserer Sportler haben nebenbei noch ihre Ausbildung, die sie tagtäglich absolvieren müssen. Und da wird auch keine Rücksicht genommen auf Leistungen. Natürlich gibt es dann immer die diversen Absprachen, um halt das Training zu ermöglichen. Aber wenn es dann wirklich Knall auf Fall kommt und eine Bewerbung hier und eine Bewerbung da ist und man die Noten sieht, dann wird das daran entschieden. Ja? Also man kann da gar nicht oft genug den Hut vorziehen von den Sportlern, die wirklich parallel immer noch, ich sag mal für die Zeit nach dem Sport, immer noch was machen müssen. Der eine studiert, der andere macht eine Ausbildung. Also das ist wirklich Chapeau. Und sich dann wirklich noch so gut zu qualifizieren auf dem sportlichen und auf dem beruflichen Wege zeitgleich, ja, dass da natürlich das private Leben irgendwo ein bisschen weiter zurückgesteckt werden muss, glaube ich, ist fast jedem klar. Aber wer dann mal ganz oben gestanden hat auf so einem Tableau und dann vielleicht noch die Nationalhymne gehört hat, ich glaube, da und die Medaille noch mal in der Hand gehabt. Die eine oder andere Entschädigung für die harten Wochen, Monate und teilweise auch Jahre. Genau, das ist halt meistens auch mit die einzige Entschädigung, die man hat, wirklich diese Momente, die muss man auskosten, so gut es geht, genießen und dann wird hart weitergearbeitet. Wie sind die Trainingsbedingungen so bei SC Magdeburg? Was sagen die anderen Schwimmer, wenn sie woanders sind und sagen, ich komme aus Magdeburg und sagen Sie, ich komme aus Magdeburg oder Sie sagen, ich komme aus Norddeutschland, ich weiß es jetzt nicht. Und wenn Sie beneidet oder wenn Sie ein bisschen belächelt, oh, die Magdeburger, die können nichts oder wie ist es? Also mittlerweile sage ich wirklich, ich bin Magdeburger. Also ich lebe hier jetzt schon so lange und sportlich gesehen bin ich ganz klar Magdeburger. Ich habe natürlich meinem Heimatverein auch viel zu verdanken. Aber die Bedingungen hier sind wirklich deutlich professioneller. Das war auch damals ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Wir
haben teilweise angepasste Trainingszeiten an die Schulzeiten, also für die Schüler ganz besonders. Und, als Sie im Gymnasium waren, ne? Genau. Das meinen Sie jetzt, ja. Genau, also es ist wirklich auch eine sehr gute Nachwuchsförderung, die wir hier haben in Magdeburg. Und das ist auch ausschlaggebend für die große Spitzengruppe, die wir momentan haben. Also wir haben einfach eine der stärksten Trainingsgruppen momentan Deutschlands, wenn nicht sogar die stärkste Trainingsgruppe. Ich würde auch so unterschreiben können. Sie auch, glaube ich, oder? Absolut. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon 5 Leute aus unserer Trainingsgruppe sicher bei der Weltmeisterschaft qualifiziert. Das ist, glaube ich, bisher nicht der Fall in den anderen Teams. Und das macht natürlich dann auch umso mehr Spaß, wenn man wirklich zusammen die Erfolge feiert. Also da kann man wirklich schon sehr stolz sagen, ich bin Magdeburger. Sie sind auch Magdeburger. Welche Ziele hat sich der Verein jetzt noch gestellt? Wie ist der Ablauf bis 2020 im August? Projekt Tokio. Ja, also der Startschuss für die Spiele, das ist der 24. Juli. Bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Da geht es natürlich weiter an die Marketinggeschichten, die wir uns auferlegt haben, wo wir sagen, okay, wir wollen präsenter werden im Raum Magdeburg, aber auch im Raum Magdeburg hinaus, weil der SCM nicht nur eine Marke für Magdeburg ist, sondern auch überregional. Dann geht es natürlich immer unser tagtägliches Brot an die Sponsorenakquise, dass wir sagen, wir brauchen weiter. Unterstützer bitte, ja. Also wir machen keine Werbung hier, sondern wir machen Unterstützer. Unterstützer. Wir suchen und Unterstützer, ja, genau. Und das ist unser tägliches Brot. Wie kann man sie unterstützen konkret? Ich sage mal so, ich möchte gerne auch einen Sportler unterstützen oder einen allgemeinen Sportler in Magdeburg unterstützen. Wo muss man sich wenden? Wo muss man konkret was machen? Wo kann man was machen? Also als Privatperson ist es so der beste Weg, eine Spende zu tätigen. Ja, eine Spende zu tätigen kann man natürlich immer. Da gibt es auf unserer Homepage einfach eine Verlinkung bzw. eine E-Mail-Adresse. Was für uns aber auch schon Unterstützung ist, einfach bei uns auf unserer Seite vorbeikommen, Projekt Tokio. Sich mal wirklich www.projekttokio.de. Genau, richtig, ja. Auch bei Instagram etc. pp. Sind wir vertreten. Und da macht es schon sehr viel aus, wenn man heutzutage wirklich einfach diesen Daumen nach oben drückt. Ja, das ist für uns schon eine immense Hilfe, um wirklich die Reichweite zu generieren, weil das können wir um zu zeigen, nutzen, dass viele Unterstützer da sind. Exakt, vollkommen richtig. Und natürlich als Unternehmen gibt es auch ganz andere Möglichkeiten oder als möglicher Partner, die wir dann benennen können. Also da sind wir sehr vielfältig aufgestellt. Verschiedene Veranstaltungen einbinden. Individuell wirklich Pakete schüren. Aber das muss man dann wirklich in der individuellen Betrachtung dann wirklich sich näher anschauen. Genau. Kann ein Sportler kochen? Ich persönlich ja. Ich denke, die meisten auch, weil die meisten essen auch sehr gerne. Ja. Und dann sollte man auch essen, kochen können. Ich frage das nicht ohne Grund, weil wir mit der Sendung schon gleich zu Ende sind. Und ich habe für Sie beide ein Kochbuch, was wir hier gemeinsam mit dem offenen Kanal und mit dem Theater Magdeburg gemacht haben. Hat man als Sportler auch Zeit für Kultur ein bisschen zu genießen? War schon mal in einer Ausstellung oder im Theater oder in Oper? Oder? Ja, genau. Also das sind ja auch, ich sag mal, die relativ entspannten Sachen zum Genießen. Und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen Sportler, der sich eher zur Kultur hingezogen fühlen. Genau, es gibt auch ein Museum am Dommuseum, ein Dommuseum, und die haben hier eine exklusive Medaille von dem Dommuseum, die wir dafür extra kreiert haben, als kleinen Dankeschön für Sie. Es ist natürlich keine Goldmedaille, aber hat auch, ich hoffe, einen symbolischen Wert für Sie und soll auch als Glücksbringer dienen, dass Sie mit dieser Medaille noch viele weitere Medaillen nach Hause bringen und alles für Magdeburg. Und die sollen nicht aus Silber, sondern bitte aus Gold. Also alles für Sie und auch für das Projekt Tokio wünschen wir alles, alles Gute. Und meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Sie haben auch in der Hand, Sie können bei Facebook, Instagram, YouTube einfach Ihren Daumen nach oben zeigen, sich engagieren für Magdeburg, auch zeigen, dass wir tolle Sportler hier haben. Und wenn Sie eine Firma sind, warum nicht, unterstützen Sie diese Sportler. Es lohnt sich, in Magdeburg den Sport zu unterstützen. Es lohnt sich, Magdeburg zu zeigen, dass wir viel bewegen können, dass wir viele interessante Leute haben und dass sie
ganz begabte Sportler haben, die auch gute Medaillen nach Hause bringen. Toi, 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 wir wünschen ganz viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass Sie uns noch mal eine Medaille bringen. Und wenn Sie Zeit haben, dann kochen Sie mal nach, was wir hier in dem Kochbuch gemacht haben. Und Herr Nolte, Sie auch. Alles Gute für Sie. Meine Damen und Herren, hier war's Ottos Wohnzimmer im 100 Wasserhaus in der Galerie Faber Arts. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie vorbei. Sonst, die Sportler, drücken Sie die Daumen. Wir schaffen es. Tschüss, auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja.